Substanzen im Warenwert von maximal 10 Euro. Und daraus machen wir jetzt einen Gaumengraus oder einen Gaumenschmaus. Cola-Hack-Muffins aus dem Netz. Gaumenschmaus oder fieser Gaumengraus? Die Zutaten: 2 Scheiben Toast, 200 Gramm Hackfleisch, 1,5 Liter Cola, ganze 12 Esslöffel Ketchup und 2 Zwiebeln. Das soll was werden. Hier ein bisschen Toastbrot, ein bisschen Hackfleisch. Cola, ja, berühmteste Gericht, was ich jemals gemacht habe, hier auf unserer wunderbaren Sendung Abenteuerleben täglich, war das Cola-Huhn. Warum soll man da nicht mal ein paar Cola-Hack-Muffins machen? Wer macht's? Wer macht's? Den Anfang machen die Zwiebeln. Sollte dieses Gericht hier tatsächlich nichts werden? Haha, wisst ihr, was ich hab? Wenn ihr schon mal hier zu Hause in meiner Küche seid, wenn das nicht schmeckt, liebe Freunde, dann hab ich da noch ein Döschen. Das berühmte Cola-Huhn. Lang ist's her. Ist 100 Jahre alt, der Deckel hat sich nicht gewölbt. Aber Hoffmann, sei doch nicht gleich so skeptisch. Mach doch jetzt erstmal. Die Cola-Muffins landen heute auf dem Teller, nicht in der Dose. Schöne kleine Würfel, denn das, was wir jetzt hier zubereiten mit Cola, wird tatsächlich die Füllung. Laut Dirk ein klassisches Rumfortessen. Zu Deutsch, alles was rumliegt, muss fort. Also was hier drin steht, dieses gesamte Rezept, ich glaube, das Einzige, was man sich hier noch geholt hat, war das frische Hackfleisch. Den Rest hat man eigentlich immer im Kühlschrank. Wenn das hier ein Gaumenschmaus wird, dann wird die Zwiebel in der Pfanne verrückt. Das würde ja jeder glauben, da kommt jetzt das Hackfleisch rein. Nein, nein, nein. Jetzt kommt von unserer Masse Cola ein Teil hier hinein. Ganz normaler Tomatenketchup. Und dann hier die weltberühmte Worcestersoße. Manche sagen Worcester dazu. Leute, es heißt wirklich Worcester. Fragt den Hoffmann, der ist schon um die ganze Welt gereist. Worcester. Für den Geschmack ganz elegant. Ich liebe Apfelessig in der Salatsoße oder in Marinaden. Gibt ein schönes fruchtiges Aroma. Bei dem Ketchup und der Cola ist das jetzt hier schon fast Perlen vor die Säue. Aber Essig ist noch lange nicht Essig. Kommt mal mit. Machen wir doch glatt, denn Dirk hat einen Tipp, wie man mit gutem Essig richtig Geld spart. So, liebe Freunde, und jetzt ist hier mal endlich Essig mit euch. Apfelessig brauche ich. Den gibt es hier schon naturtrüb. Und jetzt kommt mein Einkaufstipp. Wenn ihr dann Essig kauft und richtig guten Essig, seht ihr etwas hier unten drin. Und wisst ihr, was das ist? Das ist der Essigpilz. Wenn ihr den abnehmt oder behaltet, wenn die Flasche leer ist und gibt das egal in welchem Fruchtsaft, dann wird das Essig. Könnt ihr euren Essig nämlich selber machen. Clever. So, das habe ich in meinen über 40 Jahren Berufserfahrung noch nie erlebt. Wir werden jetzt den Toastbrot in Cola einweichen. Wenn das Rezept es so verlangt, dann machen wir das. Das ist der Wahnsinn. Das lassen wir jetzt da drin einweichen. Dann brauchen wir noch eine Schüssel. Da kommt dann das klein bisschen Hackfleisch rein. Da zittert sogar der Kameramann. Keine Zwiebeln, nein. Salz, Pfeffer. Ups. Ich habe einen Fehler gemacht. Kann passieren, die Zwiebeln hätte man teilen müssen. Das hätte sie auch mal da hinschreiben können. Ich meine, verdammt mich noch mal. Komm, Zwiebeln habe ich hier noch. Also schnell noch eine Zwiebel hinterher. Schadet dem Rezept aber nicht, oder Dirk? Jetzt haben wir ein Zwiebelchen mehr drin. Ob das das Ganze jetzt besser macht? Da hinein, Pfeffer. Genau 4 Umdrehungen. Und dann noch eine Schippe. Salz. Und eins darf bei Hackfleischrezepten nie fehlen. Ei. Und davon gleich 2. Das sorgt für die Muffin-Stabilität.
Und jetzt wieder ein kostenloser Ratschlag von unserem Küchenchef. Ein Tipp, liebe Leute, immer wieder, wenn ihr Brot verwendet, habt ihr die Rinde, die ist etwas härter. Schneidet das noch mal ein bisschen kleiner, dann habt ihr da nicht so große Stücke mit im Hackfleisch. Der Brotanteil muss exakt stimmen, sonst fällt der Muffin später auseinander. Aber mit Hackmasse, da kenne ich mich aus. Der Hoffmann, die alte Hackfresse, Hackmasse kenne ich mich aus. Ich glaube, von den Hunderten von Rezepten, die wir hier gemacht haben bei Gaumengraus oder Gaumenschmaus, sind Minimum 60% mit Hackfleisch. Wieso auch nicht? Denn Hackfleisch ist günstig und es lässt sich in vielen Gerichten verarbeiten. Kreativität beim Kochen. Auf den gesamten Social Medias. Jetzt jeder kocht sich einen Wolf. Als ich angefangen habe mit diesem wunderbaren Format, das dürfte jetzt fast 20 Jahre her sein, Gaumengraus oder Gaumenschmaus, da habe ich auch gedacht, wie kann man denn so verrückt sein, solche Rezepte auch noch in die Öffentlichkeit zu stellen? Liebe Leute, ich denke, dass 80% der Rezepturen, die ich hier nachgekocht habe, im Endeffekt auch ein Schmaus gewesen sind. Weil ich gebe mir auch echt Mühe, dass das Ganze hier gelingt. Und hier mal ein Lob an die Zuschauer. Laut Dirk werden die Rezepte immer besser. So, das soll einreduzieren, andicken. Dann steht drin, man soll es probieren, Leute. Das riecht nur nach Ketchup. Schön süß. Noch mal ein bisschen nachwürzen. Das wird die Füllung. Ich glaube, das reicht. Das kann jetzt ein bisschen runterkühlen. Jetzt gehen wir hier an die Formen dran. So, dann kommen die Dinger da besser raus, denn das Hackfleisch, Eiweiß, das könnte etwas kleben. Tipp von Dirk, garantiert klappt es mit den Muffinformen aus Backpapier. In die Hackmasse formt Dirk jeweils eine Mulde, da kommt gleich noch die Cola-Füllung rein. Also hier ist wirklich sehr, sehr sparsam die Rezeptur. Mehr habe ich nicht. Da tun wir einfach ein bisschen mehr Käse oben drauf und dann hat der Hoffmann hier tatsächlich fertig geriebenen Käse. Den mag unser Dirk bekanntlich gar nicht. Oder macht er heute vielleicht eine Ausnahme? Jahrelang habe ich euch immer wieder erklärt, ihr sollt euch den Käse selber hobeln. Im Falle des Pizzakäses mit der wunderbaren Mischung, bestehend in der Regel aus dreierlei verschiedenen Käsesorten, Pizzakäse fertig gerieben, ist erlaubt. Der Pizzakäse kommt obendrauf und dann ist der Cola-Hackmuffin bereit für Stufe 2. So, Backofen ist vorgeheizt. Liebe Freundin, liebe Freunde, die Spannung wächst. Der Muffin geht für 12 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Das beknackt. Sieht aber lecker aus. Na, aussehen tut's nicht schlecht. Es riecht auch ganz in Ordnung. Ob das jetzt ein Gaumengraus oder ein Gaumenschmaus wird, das sagen wir euch gleich. Hackmuffins mit Cola-Füllung. Wir fragen nach. Gaumenschmaus oder fieser Gaumengraus? Manu, Polo und Jörn, unsere knallharten Geschmacksjuroren. Euer Urteil bitte. Eine gute Kombination aus Schärfe und Süße, aber die Cola da drinne in dem Muffin schmecke ich nicht. Vorzüglich. Passt sehr gut mit dem Fleisch. Gaumenschmaus. Unglaublich. Was sagt der Chef? Was war ich da skeptisch? Von der gesamten Zubereitung absolut ein Fauxpas nach dem anderen. Mit der Cola da drin, süßes Hackfleisch. Schmeckt lecker. Also nix wie ran an die Cola-Hack-Muffins.